Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Der Jahreswechsel steht vor der Tür, wir freuen uns, aber für unsere Kaninchen ist das alles andere als schön. Ihre Sinnesorgane sind viel feiner und das helle Licht, die lauten Knalle und der Gestank des Feuerwerks jagen unseren Lieblingen extrem Angst ein und stressen sie. Deshalb geben wir euch heute Tipps, welche Maßnahmen ihr treffen könnt, um eure Kaninchen gut über die Zeit zu bringen. An Silvester solltest du deine Kaninchen, wenn möglich, in gewohnter Umgebung lassen. Dort haben sie weniger Angst, denn ein ungewohnter Ort bedeutet nochmal zusätzlichen Stress für die Kaninchen. Kannst du dein Gehege jedoch nicht richtig sichern, es wird nebendran extrem geböllert oder du hast sehr empfindliche Kaninchen, dann kannst du sie auch zur Not in den Keller einquartieren. Das solltest du dann schon ein bis zwei Tage vorher machen, dass sie sich an die neue Umgebung gewöhnen können. Auch der Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen sollte nicht zu hoch sein. Wir sagen mal so 5 Grad sind okay. Dann schützt auf jeden Fall dein Außengehege von oben und an den Seiten vor herabfallenden Silvesterkörpern. Verwende dafür eine Plane, keine Decke, denn diese kann brennen. Durch das Abdecken fühlen sich die Kaninchen geborgen, sie sehen die hellen Lichter nicht und auch der Lärm wird zumindest etwas gedämpft. Wir legen zusätzlich auf die Schutzhütte auch noch eine Decke, um ebenfalls den Schall zu dämpfen und auch einen Rückzugsort für die Kaninchen zu schaffen. Wenn du deine Kaninchen in Innenhaltung hältst, schließe die Fenster, lass die Rollläden runter oder zieh die Vorhänge zu. Zusätzlich kannst du auch leise den Fernseher oder das Radio laufen lassen, es sei denn, dort wird das Feuerwerk übertragen. Auch Futter ist eine gute Option, um die Kaninchen abzulenken. Wir bringen unseren in der Nacht nochmal eine große Portion von ihrem Lieblingsfutter und auch Sachen, die sie sonst selten bekommen. So sind sie während des Feuerwerks beschäftigt und bekommen es nicht so mit. Und zusätzlich verteilen wir dann auch noch Leckerlis im ganzen Gehege, die sie suchen müssen. Zur Beruhigung kannst du Kräuter mit beruhigender Wirkung verfüttern. Das sind zum Beispiel Basilikum, Dill, Kamille, Majoran, Melisse, Pfefferminz, Thymian und Lavendel. Wenn du sehr ängstliche Kaninchen hast, kannst du auch Rescue-Tropfen für Haustiere verwenden. Und wir machen unseren Kaninchen einen Lavendeltee. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Ebenfalls lenken Spielzeuge und Beschäftigungen die Kaninchen ab. Du kannst ihnen zum Beispiel Knabberhölzer, einen Snackball, eine Heusocke und so weiter anbieten, mit denen sie während des Feuerwerks dann spielen können. Auch sehr wichtig sind viele Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten. Pro Kaninchen sollte mindestens ein Versteck zur Verfügung stehen. Es eignen sich Häuser, Tunnel, auch die Schutzhütte. Du kannst auch Bretter an die Wand zu schräg stellen, dass sie sich dahinter verkriechen können. Oder du bastelst einfach aus einem Karton ein Haus. Am besten du böllerst selber nicht, beziehungsweise nicht neben dem Gehege, sondern möglichst weit weg. Wichtig, wenn du während des Feuerwerks bei deinen Tieren bist, bedränge sie nicht und nimm sie nicht in den Arm. Sie merken so, dass irgendwas nicht stimmt, fühlen sich eingeengt und bekommen noch mehr Angst. Lass dein Kaninchen einfach Freiraum und lass sie selber entscheiden, ob sie zu dir kommen möchten. Du kannst in der Nacht öfters bei deinen Kaninchen vorbeischauen, ob alles in Ordnung ist. Manchmal bringt das Vorbeischauen aber noch mehr Unruhen. Du selber solltest auf jeden Fall ruhig bleiben, denn die Gefühle von uns Menschen übertragen sich oftmals auf unsere Tiere. Abschließend ist zu sagen, mach dir nicht zu viele Sorgen. Unsere Kaninchen haben schon mehrere Silvester erlebt und sie haben kaum bis keine Reaktion gezeigt. Das liegt daran, dass ganzjährig draußen lebende Kaninchen Gewitter kennen und dadurch auch an laute Knall und helles Licht gewöhnt sind. Somit haben sie weniger bis kaum Angst. Allerdings reagiert jedes Kaninchen darauf unterschiedlich und auch der Charakter deiner Kaninchen spielt eine wichtige Rolle. Da müsst ihr individuell entscheiden,
welche Maßnahmen für eure Tiere am besten sind. Todesfälle aufgrund des Silvesterstresses und Lärms sind äußerst selten. Ja, das war's jetzt auch schon wieder. Wir hoffen, die Tipps sind hilfreich und wir wünschen euch und euren Tieren einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund. Und wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Tschüss!